Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt schon sehen, endlich mal wieder Eisenbahn. Und da freue ich mich sehr drauf. Das Ganze habe ich hier zur Verfügung gestellt bekommen von AliExpress. Die haben mich angeschrieben und gesagt, Mensch, ich hätte mal wieder eine Eisenbahn. Wie schaut es denn aus? Möchtest du sie bauen? Ich sage, klar, warum nicht? Eisenbahn ist immer gut. Und diese hat es in sich. Die hat Licht vorne, die hat, da kommt wohl Dampf raus, und das ist so ein, keine Ahnung, Wasserdampfding da, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert oder wie es heißt. Einen XL-Motor, eine Batteriebox, das müsste aber eine Akkubox sein, ein Controller und ein Fogger. Also der Fogger ist wohl dieses Dampfding da und LED-Licht, genau. Und zusätzlich hat es auch noch einen Schienenoval, so wollte ich das sagen. Ja, das Ganze hier hat 2.348 Teile, kostet bei AliExpress im Moment 120 Euro. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr daran Interesse habt. Schaut gerne rein, ich verdiene da zwar nichts dran, aber das ist eigentlich ein guter Preis, weil es sind 5,11 Cent. Und vor allem, es kommt aus Frankreich, glaube ich. Also es ist von Europa innerhalb kürzester Zeit bei euch. Genau. Und hier haben wir noch die Rückseite. Da sind auch noch ein paar Bilder drauf. Und vorne hier 80 cm soll das wohl dann, 86 cm soll es wohl dann lang werden. 10 cm hoch und 8 cm breit. Also das ist eine 8 cm breite Lok. Ich freue mich auf den Aufbau, ihr euch hoffentlich auch, und dann fangen wir nach dem Intro an. So, Öffner haben wir da und dann schauen wir mal rein, was uns da alles entgegenfällt. Und das wird wahrscheinlich einiges sein. Davon gehe ich mal aus. Halt, da sind noch mehr Klebestreifen. Da wahrscheinlich dann. Ah, jawohl. So. Und jetzt können wir das ganz locker öffnen. Da kommt schon Pappe hier entgegen. So, und das Ding ist natürlich, ich zeige es euch mal, proppend voll, das Teil. Genau. Dann gehen wir mal die Tastatur hier mal weg und so. Und dann schütteln wir das Ganze mal aus. Es ist halt immer schade, wenn es so voll ist. Oh, da kommen die ganzen Schienen. Halleluja. So, das lassen wir natürlich dann auch fahren. Das muss ich dann aber extra irgendwie machen, das weiß ich nicht. Ist natürlich schade, wenn es so voll gepfropft ist, dann ist die Bedienungsanleitung manchmal so ein bisschen zerknickt, aber nee, es geht. Gut, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tüten. Hier ist die Akkubox drin, die werden wir dann gleich mal auspacken und aufladen. Hier ist die Fernbedienung, genau, und hier ist der Motor und dieses Dampfteil da. Das tun wir erstmal alles zur Seite. Da ist noch eine Tüte. Ach, da ist die LED-Beleuchtung noch. Hier, so, das tun wir erstmal alles zur Seite. Die ganzen Schienen, die tun wir auch mal zur Seite. Ja. Das ist aber schön, das freut mich, dass da Schienen dabei sind. Dann kann man das nämlich auch gleich mal ein bisschen fahren lassen. So. Genau. Gut. Das Ganze ist auch Bauabschnitt unterteilt, so wie ich das sehe. Weil hier steht da Tüte 4, Tüte 1. Das ist jetzt die Anleitung. Da. Da wollen wir doch auch noch mal kurz rein. Das seht ihr, das meine ich, hat es da schon ein bisschen umgeknickt. So. Also. Bin mal gespannt, ob da Sticker drin sind. Natürlich sind da Sticker drin. Aber die Sticker sind, naja, nicht ganz. Also ein Teil davon ist eben für die Batteriebox, na, dass man das dann weiß, Kabel und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch ein paar Anzeigen hier unten. VES M Halle, also das ist ja eine deutsche Lok, kommt wahrscheinlich aus Halle, wenn ich das richtig sehe. Steht auch German Express BR18.
Ja, in grün. Und die 12007 vorne, ja, seht ihr das, ist auch ein Sticker, leider. Aber gut, es hält sich in Grenzen. So, dann haben wir also laut dem Ding hier 7 Bauabschnitte. Und insgesamt, aha, Wasser einfüllen, das wird da oben einfach reingekippt, jawohl. Also man kann vorwärts, rückwärts fahren, das ist auch klar. Ein Waggon ist ja auch dabei, in lila, so wie ich das sehe. Und wir haben also 308 Bauschritte, wo nachher zum Schluss aber nur noch dann die Aufkleber draufgebracht werden. So wie ich das hier sehe. Genau, da wird dann noch 306, da zeigt es an, wie das Schienenoval zusammengebracht wird. Und, ja, 305, wie die Lok mit dem Waggon verbunden wird. Also sagen wir mal, wir haben 304 reine Bauschritte. Genau. Gut, ich würde jetzt sagen, ich leere jetzt mal Tüte 1 aus, fange an zu bauen und dann melde ich mich zwischendurch immer mal wieder. So Freunde, die ersten 55 Bauschritte von unserer Eisenbahn habe ich fertig. Und so weit bin ich bis jetzt gekommen. Ihr seht schon, ich habe hier ein paar Kabel schon verlegt, einmal für den Motor, einmal für den Dampf, für die Dampfeinheit hier und einmal sind hier schon für die Lichter vorne, ist schon die Vorbereitung getroffen, was dann nachher noch dann verlegt wird und angelegt wird halt. Genau, ne? Also die halt dann verbunden werden mit Steinchen. Genau, das sind so kleine LEDs, da muss man ziemlich vorsichtig sein, glaube ich, weil die sonst auch reißen wie von Funhole, ihr kennt es, ne? Diese dünnen Kabelchen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Genau, wir schauen jetzt mal, ich habe es noch nicht getestet, ganz ehrlich, ich habe es nur reingebaut, hier in die Akkubox, ne? Ich mache jetzt mal gucken, ob ja, funktioniert, jetzt habe ich schon gedacht, die eine funktioniert nicht. Ja, hier kann man das sehen, ja, das kann man sehen, die leuchten sehr, sehr hell, die Teile. Und auch hier, jawohl, halt, also das blinkt, ich muss das erstmal verbinden hier. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, sieht so aus. Hier oben könnt ihr auch sehen, das blaue Lämpchen hier. Das ist eben diese Dampfeinheit, die funktioniert auch. Ja, riechen tut nichts. Und der Motor, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Jawohl, auch das funktioniert. Na, hier vorne dreht sich's und hier dreht sich's auch. Das kann man jetzt schlecht sehen wahrscheinlich, aber die drehen sich beide vorwärts und rückwärts. Funktioniert einwandfrei. Bis jetzt hat es auch Spaß gemacht zu bauen, muss ich sagen. Und ihr hört auch, das ist relativ leise, ne? Also, ja gut, jetzt sind nur die Räder noch nicht dran und es rattert auch nur nicht über Schienen, aber so jetzt an sich, der Motor, das ist schon relativ leise. Hier unten kann man so ein bisschen reingucken. Zu den Zahnrädern, ne? Da könnte man das ein bisschen sehen. Ich mache mal schauen. Ja, funktioniert echt einwandfrei. Genau, so, ich mache jetzt mal weiter und melde mich dann irgendwann wieder, wenn ich wieder was zu berichten habe. So Leute, die ersten 167 Bauschritte habe ich fertig und somit also auch die Lok. Es ist, ihr wisst ja, ne, ich bin jetzt nicht so der perfekte Bauer, sage ich mal. Und ich habe da so hin und wieder so meine Probleme gehabt, die Sachen anzubringen bzw. dran zu lassen. Also was mich am meisten hier nervt, sind diese Schürzen. Denn wenn ich die irgendwo anfasse, dann passiert es schon mal leicht, dass mir die wieder entgegenkommen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, Das ist halt an zwei Noppen befestigt. Ne? Und das ist halt ein bisschen schade. Ich krieg's immer wieder ran im Normalfall, aber ja, es ist nicht wirklich sehr leicht dran zu bekommen, weil ja, ne, von unten randrücken ist halt so eine Sache. Ne? Das ist halt etwas schwierig. So, jetzt habe ich es wieder dran. Aber ne? Wie gesagt, es ist halt hier und hier nur an einer Noppe befestigt, genauso auf der anderen Seite. Bevor ich es vergesse, ich mache jetzt mal ein bisschen Wasser hier rein, weil
Ich möchte euch ja zeigen, dass es dampft. Das glaube ich muss ein bisschen nämlich vorglühen, sage ich mal. So, an. Jetzt drückt man hier auf diesen Transklierstein. Oh, hat schon ein bisschen gequalmt. Ist es jetzt an oder nicht? Ja. Das sieht man nämlich, da leuchtet ja das blaue Licht, das habe ich euch auch gezeigt. Und das wird irgendwann anfangen zu qualmen. Ich hoffe, das kann man dann erkennen. Ich habe die auch ja schon Probe laufen lassen, ihr habt es ja gesehen, im vorigen Abschnitt, und da hat es einmal frei funktioniert. Jetzt hingegen funktioniert es komischerweise nicht mehr. Jetzt habe ich das Ganze aufgebaut, habe das also alles, ja, so wie es halt sein soll. Und nun, ihr hört es, irgendwas passt da nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Ich baue jetzt erstmal die anderen Teile. Also da habe ich noch den Tender hinten und den Waggon. Die werde ich jetzt erstmal bauen und dann, muss ich mal schauen, ob ich das nochmal auseinandernehmen muss, weil ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Vorher hat es funktioniert. Vorne seht ihr, Licht funktioniert auch einmal frei. Ja. Hier vorne die Beleuchtung. Aber warum jetzt das nicht mehr funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Und normalerweise sollte das jetzt auch mal anfangen zu qualmen. Wie gesagt, ich habe es ja vorher getestet. Und jetzt, wo ich es auf der Schiene stehen habe, habe ich es auf die Schiene gestellt, jetzt geht es nicht mehr. Keine Ahnung warum. Und warum das jetzt nicht anfängt zu qualmen. Das habe ich nämlich auch schon mal getestet. Ja, und auch das hat funktioniert. Könnt ihr mir glauben. Achso, ja, und die Lichter vorne, die... Wartet mal, ich zeige euch das mal. Das ist einfacher, glaube ich. Und zwar sollen die... war ja so ziemlich am Anfang. Gucken, ob ich das jetzt so auf die Schnelle finde. Ja, hier. Die sollen also, diese LEDs sollen von hinten in so ein 1x1 reingesteckt werden. Ja? Könnte man das jetzt erkennen, wenn der Fokus noch mitmacht, das wäre sehr schön. So, ja. Ihr seht es hier unten, ne? Also da unten. So sollen die da reingemacht werden. Und das funktioniert überhaupt nicht. Die halten überhaupt nicht. Ich habe die jetzt nur so mit Ach und Krach so ein bisschen reingelegt, mehr oder weniger, dass es halt trotzdem leuchtet. Ja, es tut es jetzt. Aber dass die da reingehen, habt da keine Chance. Das geht nicht. Und qualmt wird es immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob das nur qualmt, wenn ich fahre. Ich habe auch keine Ahnung. Ich sage ja, ich will euch jetzt da auch nicht... Ich will euch da jetzt auch nicht hier so die ganze Zeit hier mit dem Krach hier nerven. Da muss irgendein Zahnrad oder irgendwas dreht da jetzt durch, warum auch immer. Sticker habe ich angebracht, seht ihr auch. Ja, hier vorne und hier auf der Seite. Ja, das ist alles angebracht. Sie schaut wunderbar aus, gefällt mir ausgesprochen gut. Aber das, warum das jetzt nicht funktioniert, weiß ich nicht. Also es sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sagen muss, nee, das ist nicht so dolle. Wie gesagt, ausschauen her, in die Vitrine stellen oder hier in meinen kleinen Sackbahnhof reinstellen und gut ist. Aber hiermit durch die Gegend zu kurven, ist im momentigen Zeitpunkt noch nichts. Und qualmt uns auch nicht. Verstehe ich nicht. Es hat doch vorhin so wunderbar gedampft alles. Ich habe doch da jetzt Wasser rein. Was ist denn da? So ist das ganze Ding ja relativ stabil. Hier oben, wenn man es anfasst, ne, da passiert eigentlich gar nichts. Da könnt ihr sehen. Aber es funktioniert halt nicht. Und das weiß ich nicht warum. Man sollte das ja auch nach Anleitung da rein machen. Das Wasser. Naja gut, schauen wir mal. Wie gesagt, ich baue jetzt erstmal das andere und dann melde ich mich zwischendurch wieder. Ah, kurzes Update. Funktioniert doch. Ihr seht es jetzt, ne? Der Dampf, wie es schön rausqualmt. Einfach genial. Ich habe jetzt nochmal hier mit der P
Pipette, heißt es Pipette, ich glaube schon, ne? Nochmal Wasser nachgefüllt. Ich glaube, wahrscheinlich war das schon zu trocken und jetzt kann man das gut erkennen, dass das einwandfrei funktioniert. Also das mit dem Dampf, das ist einwandfrei, wie gesagt. Mit der Motorisierung, da muss ich halt dann nochmal schauen, ob ich das noch hinkriege dann. Ne? Weil ich wollte ja eigentlich nur noch fahren lassen und euch dann zeigen, wie das dann insgesamt aussieht. Aber wenn ich das wieder komplett auseinandernehmen muss, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die anderen Sachen fertig und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, Freunde, das war's. Der Tender ist auch fertig. Und leider muss ich sagen, gibt es da auch ein Problem, was ich jetzt hatte. Und zwar sind es diese Roboterarme, sage ich jetzt mal. Die gehören nämlich hier in die C-Clamps rein. Und die gehen schon rein. Problem ist nur, dass die, sobald man das leicht berührt, ihr seht schon, ich kriege sie gar nicht richtig rein. Sobald man das leicht berührt, fallen sie auch wieder raus. Ja, ich habe dann wirklich gedacht, nee, also jetzt lasse ich die Dinger weg, weil es mir zu blöd. Na, also ich will es euch ja nur mal eigentlich vorführen, ohne dass ich jetzt den ganzen Tender wieder auseinandernehme. So, das ist gar nicht richtig drin. Es ist halt wirklich ein Kampf, die Dinger da reinzukriegen. Das kann ich nicht anders sagen. Und schon habe ich es geschafft und habe da wieder was ihr wisst schon, was ich meine. Das ist wirklich nervig. Also das ist was ich nicht unbedingt brauche. So finde ich den Tender wirklich gut gelungen, aber die Dinger da, also die, ja, auf der Seite hier, auf der Lokseite haben wir noch eine Tür oder zwei Türen, die man aufmachen kann. So, ne, da kann dann die Kohle reingeschaufelt werden. Kupplung haben wir hier leider nur so ein Teil hier. Und auf der anderen Seite von der Lok halt so ein Stiftteil, einen Pin. Genau. Und ja, auf der Seite haben wir dann aber eine Magnetkupplung für den Waggon dann später. Ja, das ist es nicht beleuchtet, ne? Also da brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass wir das findet. Aber das, wie gesagt, mit diesen Roboterarmen, das finde ich schon ein bisschen nervig. Deswegen habe ich jetzt die einfach weggelassen, weil mir es einfach zu blöd ist. Fällt jetzt auch nicht groß auf, ob die jetzt da dran sind oder nicht. Gut, haben wir das auch erledigt. Und jetzt als nächstes machen wir noch den Waggon und dann sind wir ja schon fertig. Ja Leute, das war's. Der Waggon ist jetzt auch fertig und somit seht ihr hier den kompletten Zug und wir messen gleich mal. Der hat eine ganz schöne Länge und zwar haben wir da insgesamt eine Länge von ja, 88 cm. Also er hat es in sich. Was gibt es jetzt sozusagen? Den Waggon, genau, den wollte ich euch jetzt noch zeigen. Der ist ja mit dieser Magnetkupplung hier verbunden, funktioniert einwandfrei. Er kommt mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es gibt hier keine Probleme. Nicht wie bei den Sachen hier, wo ich so kleinere Probleme hatte. Da gibt es überhaupt keine Probleme bei dem Waggon. Aber er kommt mir so ein bisschen, zu groß vor, zur Lok, oder? Täuscht mich das? Also der ist so wuchtig irgendwie. Aber ich finde ihn total gut gelungen und vor allen Dingen hat der ein, sie hängt wieder dran, vor allen Dingen hat er ein wunderbares Innenleben und das kann ich euch mal zeigen. Das kann man nämlich hier abnehmen und somit hat man hier drin ein paar, also ein bisschen dunkel jetzt, so geht's, Vorhänge so dargestellt und innen drin noch Tische mit Blumen und ein paar Bänke. Genau, also ich finde den wirklich richtig, richtig gut gelungen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Auch farblich finde ich den super. Also da kann man nichts sagen. Und mal ganz ehrlich, wir haben hier, wie viele Teile waren das? 2.348 Teile für 120 Euro. Nochmal recht vielen Dank an AliExpress dafür. Ich verlinke euch das natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das jetzt bestellt, dann habt ihr das innerhalb von
drei, vier Tagen, glaube ich, zu Hause, weil es kommt nämlich aus Frankreich und ja, da geht es doch relativ zügig. Was ich aber sagen wollte, für 120 Euro und den Preis, da bist du bei 5,11 Cent mit Fernbedienung, mit dem Dampfgenerator oder wie sich das Ding auch immer schimpft, mit Licht, mit dem Motor. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ist da noch irgendwas drin gewesen? Warte, muss ich mal kurz überlegen. Nee, aber ne, es ist ja wirklich alles vorhanden, was man so eigentlich braucht. Und die Akkubox, ja, die habe ich natürlich vergessen. Also von daher gibt es also nicht viel zu sagen. Es macht Spaß, es hat Spaß gemacht zu bauen. Und ja, bis auf die paar Kleinigkeiten, die ich euch gezeigt habe, finde ich das Ding wunderbar gelungen. Fahren tut sie leider immer noch nicht. Ich muss es nochmal probieren. Da habe ich jetzt einen Fehler drin, was ich da gemacht habe. Schon hängt er wieder dran. Ja, also da muss ich mal schauen. Ich meine, ich lasse ihn ja sowieso nicht fahren groß. Ne? Der steht jetzt bei mir da im Regal drin und dann ist gut. Da passt er wunderbar dazu. Ja. Aber wie gesagt, ich habe halt da... Ja, ich habe da irgendwo einen Fehler drin und den muss ich erstmal jetzt suchen, warum das nicht mehr so astrein funktioniert. Teile haben wir auch übrig und zwar hier die Gummis, die runden hier, die haben wir übrig und die sind für die Räder hier. Ne? Für die habe ich vergessen anzubringen, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, was soll's. Und noch ein paar kleine Einzelteile sind da noch drin. Der Schraubendreher ist noch drin für die Fernbedienung, um die Batterien reinzumachen. Und dann noch das Kabel zum Aufladen für die Akkubox. Das ist halt da unten. Aber das war's. Mehr ist also nicht übrig. Jetzt schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Zug haltet, wie ihr den findet. Also wie gesagt, ich finde den schön. Er hat Spaß gemacht zu bauen, bis auf die paar Sachen. Aber ansonsten, ja, finde ich ihn wirklich sehr, sehr gut gelungen. Auch optisch finde ich den also wahnsinnig schick. Kann ich nicht anders sagen. Ja, und das soll es gewesen sein für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, jetzt kommt das Übliche, die übliche Leier wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Und ansonsten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, auch gerne ein Abo da lassen, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht, was kommt, keine Ahnung. Ich habe noch ein paar Sachen hier rumstehen, aber ja, irgendwas wird kommen. Okay, das war's dann und wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Ciao, euer Paul.